Während des deutschen Wirtschaftswunders in den 50ern startet Porsche mit einem kleinen Rennwagen und feiert Erfolge auf den Rennpisten der ganzen Welt. Der Porsche 550 RS Spyder wird aber nicht nur berühmt durch seine Erfolge, sondern bedauerlicherweise auch durch den wohl bekanntesten Unfall der Automobilgeschichte.1947 bauen Ferdinand Porsche und sein Sohn Ferry das erste Auto, das den Namen der Familie trägt, den Typ 356. Der 356er entwickelt sich zum Verkaufsschlager, auch durch seine Rennerfolge. Nachdem der Erfolg vom 356 da war, kam dann natürlich auch auf zu sagen, wir gehen in die nächste größere Klasse. Und die nächste größere Klasse waren die Sportwagen. Und da gehörte der 55 Spyder hin. Vorbild für den Spyder ist der Glöckler Porsche. Ein Eigenbau des Frankfurter VW-Händlers Walter Glöckler. Der Sportwagen mit Porsche-Motor gewinnt dreimal die deutsche Meisterschaft. Die Porsche-Ingenieure wollen den perfekten Rennwagen konstruieren. Deshalb bauen sie den Spyder fast wie eine Tragfläche, ultraleicht und mit geringem Luftwiderstand. Am Ende ist die kniehohe Karosserie nur eine strömungsgünstige Verkleidung von Motor und Fahrwerk. Beim Bau des Chassis greifen die Entwickler ins Regal. Vorderradaufhängung, Lenkung, Räder und Bremsen stammen vom Porsche 356. Herzstück des Spyder ist der Fuhrmann-Motor. Die Maschine hat 4 Nockenwellen und 8 Zündkerzen für 4 Zylinder. Der luftgekühlte Boxermotor leistet bei einem Hubraum von nur 1,5 Litern respektable 110 PS. Die Carrera Panamericana in Mexiko 1954. Porsche will die Leistungsfähigkeit des neuen Sportwagens demonstrieren. Was fehlt, ist Geld, um den Renneinsatz zu finanzieren. Doch Porsche-Rennleiter Huschke von Hahnstein macht die Rennpiste zum Laufsteg. Die ersten Renneinsätze vom 550 Spyder auch in Übersee wurden damals von Huschke von Hahnstein auf ganz interessante Weise finanziert, zumal er die ersten Autos, die nach Amerika schickte, als Werksautos einsetzte und dann aber sofort verkaufte, wie zum Beispiel bei der Panamericana. Und damit finanzierte er eigentlich den Transport und die ganzen Kosten, die damit aufgetreten sind. Von Hahnstein hat aber noch eine andere Idee. Er malt die Schriftzüge zweier zahlungskräftiger Sponsoren auf einen Spyder. Es ist die erste offizielle Vermarktung eines Rennwagens. Am Ende erreichen die kleinen 550er Spyder die werbewirksamen Plätze 3 und 4, besiegt nur von 2 Zwölfzylinder Ferraris. Außerdem siegt der Spyder überlegen in seiner Klasse. Gut, der Mythos 55 Spyder war halt der, dass überall, wo er auftauchte, gewann er sofort die ersten Rennen, ob das in Europa war, in Amerika war. Für die 24 Stunden von Le Mans baut Porsche diesen Coupé-Aufsatz, um den 550er noch stromlinienförmiger zu machen. Mit mehreren dieser sogenannten Le Mans Coupés startet das Werksteam 1955 beim Langstreckenklassiker in Frankreich. Das Porsche Fabrikteam auf der Fahrt zu den berühmten 24 Stunden von Le Mans. Die Strecke wird zum ersten Mal abgefahren, hier an Start und Ziel und der berühmte Dunlop-Bogen. Gleich nach dem Start übernehmen die Spyder die Führung in ihrer Klasse. Einige Werksfahrer schützen sich im Trenchcoat gegen den Fahrtwind hinter dem Lenkrad. Porsche erreicht 1955 das bis dahin beste Ergebnis in Le Mans. Die 550er Spyder belegen die Plätze 4, 5 und 6 im Gesamtklassement. Die siegreichen Jaguar und Aston Martin haben mehr als doppelt so große Motoren unter der Haube wie die silbernen Flundern aus Stuttgart. Die vielen Rennsporterfolge, die Porsche damals mit den 356 und aber auch mit den 550 erreicht hatten,
schlugen sich direkt im Verkauf der Serienautos nieder und war eigentlich das beste Marketing-Tool, was sich Porsche eigentlich aussuchen konnte, um ihre Autos zu promoten. Der Porsche 550 ist im offiziellen Verkaufsprogramm. Der Flachmann ist auf Anhieb der Liebling von Reich und Berühmt. Denn nur wer gut situiert ist, kann sich den Porsche leisten. Er kostet damals fast so viel wie ein Mercedes 300 SL oder 5 VW Käfer in der Exportversion. Umberto Maglioli startet 56 mit dem neuen Porsche 550A bei der Targa Florio. Der Italiener deklassiert die Konkurrenz mit fast 15 Minuten Vorsprung. Der erste Gesamtsieg des Spyder bei einem internationalen Rennen. Der 550 Spyder konnte die Targa Florio gewinnen, weil die Targa Florio eine Rennstrecke mit ihren 72 Kilometern in der Madonie in Sizilien sowas von auf den 550 zugeschnitten ist, dass selbst die größeren Ferraris, die leistungsstärkeren Ferraris hier Probleme haben, um diese sehr winkeligen Kurven herumzukommen. Das Auto passte für die Targa und die Targa passte für das Auto. Der Porsche 550 Spyder wird noch auf eine andere, tragische Weise berühmt. Es ist der 30. September 1955, 17.58 Uhr. Schauspieler James Dean ist zusammen mit seinem Mechaniker Rolf Wüterich auf dem Weg von Los Angeles nach Nordkalifornien. In Salinas, in der Nähe von Monterey, meldet er sich mit seinem Porsche 550 Spyder bei einem Autorennen an. James Dean will den nagelneuen Motor noch etwas einfahren. Der junge Hollywood-Star hat ein Faible für PS-starke Motoren. Nach den Dreharbeiten zum Kinofilm Giganten tauscht er seinen Porsche Speedster gegen einen 550 Spyder ein. Den nennt er Little Bastard. Um 17.59 Uhr rast Dean mit Little Bastard den Highway 41 entlang. An einer Kreuzung will ein Ford einbiegen. Der Fahrer übersieht den flachen Porsche in der Abendsonne. Der berühmteste Autounfall der Geschichte trägt zum Mythos 550 Spyder bei, genauso wie seine Rennerfolge. Kurios, James Dean wird durch den tödlichen Unfall unsterblich. Also der 550 Spyder ist durch seine Rennerfolge natürlich ein hochbegehrtes Auto in der heutigen Zeit. Und wenn ein Auto wie der 550 Spyder zum Beispiel, der einen Klassensieg bei der Targa Florio gehabt hat oder in Le Mans, natürlich einen Preis von über 3 Millionen Euro heutzutage erzielt, ist es ganz normal. Normal für Exemplare mit einer besonderen Renngeschichte. Aber auch 550er ohne Rennhistorie kratzen mittlerweile an der Millionen-Euro-Marke. Der Porsche 550 RS Spyder. Auf allen Rennstrecken der Welt erfolgreich. Eine Ikone unter den deutschen Rennwagenklassikern. Und ein wesentlicher Baustein für den Mythos der Marke Porsche.